Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, kommentiert von Rams Girata. Wir sind hier stehen geblieben das letzte Mal, nachdem ich, nochmal sorry dafür, ewig nicht weitergekommen bin und dann peinlicherweise nachgucken musste, wie es weitergeht. Wir sind mit einem dieser Transportschiffchen gefahren und dann... Oh, ach du normal, Digga, Blechschaden. Und dann hier gelandet. Aber nochmal runterspringen tue ich da nicht, dafür war es viel zu kompliziert. Ich brauche irgendwas mit Dauerfeuer. Das hier kommt sehr gelegen. Okay, jetzt können wir hier weiter in die Minenschächte gehen. Oh, da liegt ein toter Minenarbeiter. Falls es überhaupt ein Minenarbeiter ist. Jetzt erstmal eine Batterie. Mal kurz ins Inventar gucken. Blub, blub, blub. Ja. Okay. Schießen können wir auch noch. Gut. Ja, links oder rechts? Wir gehen mal links lang. Ich versuche mich hier, wie gesagt, schnell vorzubewegen. Weil die Batterien der Nachtsichtbrille natürlich nicht ewig halten. Aber ich muss natürlich vor diesen blöden, doofen Viechern auf der Hut sein. Meine Gesundheit habe ich jetzt natürlich gar nicht im Blick. Na los, kommt schon. Ja, da rennen sie wieder auf mich zu und wollen mir Böses. Ja, sie tun auch weh. Ich wollte mal eben ausprobieren, ob sie überhaupt weh tun und ob ich hier Munition ewig verschwenden muss. Oder ob es reicht, wenn ich mir einfach wegrenne. Aber die Dinger sind recht schnell, von daher wird das nichts werden. Okay... Diese Minenschächte sind echt gespenstisch, Leute. Oh, jetzt ist auch noch die Batterie alle. Das gibt's doch nicht. Und die Munition. Und das Leben. Quick Save. Ja, Leute. Wir, das könnte man so sagen, haben ein kleines Problemchen. Wir sitzen nämlich in einem Labyrinth fest. So gut wie ohne Lebensenergie, so gut wie ohne Munition und bis eben auch noch ohne Sicht. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Batterien wirklich so schnell alle gehen, werde ich jetzt hier nicht die ganze Zeit mit Nachtsichtgerät rumlaufen. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Und man sieht ja auch kleines bisschen zumindest was ohne. Oh Mann, Leute, ich hätte von an. Was ist denn das? Sieht aus, als würden die hinterbliebenen Sklavenarbeit einsetzen. Ein toter Bergmann. Na gut, aber wie es scheint, kommen wir hier zumindest weiter. Oh! Okay. Ein ganz kleines bisschen haben sie uns aber. Okay, wir gehen jetzt hier einfach mal in Deckung. Aber... Okay, hier bin ich wieder. Ja. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Keine Gesundheit. Wenig Munition. Wir sind in einer relativ verzweifelten Lage. Haben wir irgendwas im Inventar, was uns helfen kann? Nein, wir haben keinen Bug da mehr. Leute. Erklären Sie sich! Ja, wir haben eben nochmal gesehen, wie schnell es sich mit einem Gesundheitspunkt stirbt. Ich schätze mal... Oh, oh. Unsere einzige Chance ist wirklich, hier oben zu bleiben. Und zu warten... von hier oben zu kämpfen. Was geht hier vor? Wo wir ein bisschen Schutz haben. Hey. Ja, er schießt auf mich. Er schießt auf mich, das ist leider auch sein Ende. Ja, warum ich immer leider sage. Man muss immer im Kopf halten. Wir sind hier auf der guten Seite. Wie ist Ihre
Operationskennzahl. Wir sind ein guter Mensch. Und das sind immer noch Menschenleben, gegen die wir hier kämpfen. Außerdem habe ich auch immer Sympathien für die Stormies gehabt. Hallo? Weil letztendlich sind es ja nur imperiale Bürger, Hallo? Die gar nicht so wirklich Ahnung davon haben, wie böse das Imperium ist und die nur ihren Job machen wollen. Die sogar noch vielleicht denken, sie tun Gutes. Okay, man schießt auf uns. Da sind zwei. Und da ist noch ein Stormy. Sorry, Junge. Sind bestimmt noch irgendwo welche. Ganz vorsichtig mal gucken. Ich speichere mal eben. Okay. Ja, da unten sind noch zwei. Nein! Ja, Leute. Munition ist nicht mehr. Das sind Kontaktminen, das sind Detonationsbug. Okay, Leute, da sind noch zwei Leute. Wir haben noch drei Detonationspacks, die nicht für Distanzkampf geeignet sind. Wie soll das gehen, Leute? Wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich versuche das Detonations... Die kommen nicht weit genug. Auf hier! Fliehen, einfach nur fliehen. Einfach nur fliehen. Munition! Munition! Leute, wir haben Munition! Und da... Da sind die, die auf mich schießen. Bitte hört auf mich zu schießen. Ich möchte euch nicht wehtun, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Sorry, Leute. Okay, wenigstens noch einer übrig. Oh, der rennt auch noch so fies hin und her, dass ich nicht zielen kann. Ah, Leute. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie nervenaufreibend das ist, ein Spiel zu spielen, wenn man kaum Munition und nur einen Lebenspunkt hat. Sorry. Ein Schuss hat schon mal gesessen. Ich sag dir. Hör auf mich zu schießen, dann lebst du. Aber ich muss mich doch verteidigen. Und ich bin in einer schwächeren Position als du. Ich bin nämlich ein Let's Player, der nicht sonderlich gut ist im Zocken. Nur einen Lebenspunkt hat und begrenzte Munition. Das heißt, ich war in der schwächeren Position als du. Okay, jetzt haben wir aber erstmal zumindest ein bisschen mehr Leben. Ein bisschen mehr Munition. Und ein bisschen mehr Überlebenschancen und Zukunftsaussichten. Okay. Das heißt, wir können frohen Mutes in die Zukunft dieser Mission blicken. Ja, das sollte ein Versuch sein zu singen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir leben. Wir haben es geschafft. Wir leben. Oh, ist das toll. Oh. Sowas meine ich mit Motivationssachen. Ich habe diese unglaublich schwere Sache geschafft. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja, 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 du willst mir hier ein Blaster mal auf den Leib brennen. Das möchte ich aber nicht, denn das tut weh. Und kann unter Umständen zum Tod führen. Ja, du schießt auch noch auf mich. Sag mal, ist das jetzt ein Volkssport geworden hier auf Artus Prime? Schießen wir auf Kalkatan? Bums, bums, bums. Und schon geht uns wieder die Munition aus. Da oben ist noch ein Stormy.
Ja, und der versucht auch wunderbar mich abzuknallen. Wir brauchen seine Munition, die da irgendwo runtergefallen ist. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bist du ein lebender Stormy? Oder ein toter Stormy? Er ist ein lebender Stormy. Und er ist ein auf uns schießender Stormy. Wird nicht mehr. Okay. Ich hätte gedacht. Das wären alle gewesen. Na gut. Man lernt halt immer was dazu. Okay, rauf hier. Ah ja, so kommen wir hier weiter. Wenn das Ding hier wieder runterwalzt, dann hopsen wir schnell ruf. Düsen hier hoch. Und... können weiter im Text machen. Aber erstmal sammeln wir die ganzen Munitionen auf, die hier oben noch hoffentlich rumliegen. Ah, nicht wirklich. Aber immerhin gibt es ein Schildaufladungsgerät. 75 Schild, da sind wir erstmal wieder gut ausgeschüttet. 37 Erfahrung, Quatsch, nicht Erfahrung. Sondern Lebenspunkte hatten wir auch lange nicht mehr. So einen stabilen hohen Wert. Wow! Stormy! Hallo! Und so schnell ist man dann wieder 20 Lebenspunkte ärmer. Sorry, Junge, aber du willst es ja so. Ja, da bin ich wieder eben gestorben. Und jetzt wieder da. Ich bin übrigens zwischendurch nochmal gestorben, aber na gut. Ja, hier sind wir. Der Raum mit den vielen Gegnern, einer davon ist besonders stark. Der Imperialoffizier in der dunklen Rüstung. Quatsch, nicht Rüstung, sondern Anzug. Hallo? Ja, er schießt auf mich, das heißt, ich habe das Recht zur Selbstverteidigung. Und da unten sind erstmal ganz viele Imperiale. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier möglichst gut schaffen. Hilfe! Wow, waren das ganz schön viele. Also noch ein paar mehr. Ein Thermaldetonator haben wir noch. Hallöchen. Sorry, Leute, aber ihr greift mich an. Ihr seid die Bösen hier. Oh, da ist noch einer. Habe ich irgendwas, was... Hallo. Okay, ich setze mal einen kleinen... Okay, kleiner Quick-Save gesetzt. Hallöchen? Ja. Der Imperialoffizier mit dem ganz doll Auermachgewehr ist immer noch da. Oder besser gesagt, jetzt nicht mehr. Jetzt ist nur noch ein Stormy da, der uns an den Kragen will. Jetzt auch nicht mehr. Dass sie es immer auf die harte Tour wollen. Ich könnte hier einfach sagen, durchspazieren, ich lasse euch in Frieden, ihr lasst mich in Frieden. Sorry. Und dann haben alle ihren Spaß, aber nein. Zugangskarte brauchen wir. Hast du eine? Versorgungskarte? Vielleicht passt die ja hier hin. Ja, juhu. Ein Bakterkanister. Der kommt doch sowas von gerecht. Und hier sind ja noch mehr. Juhu. Ich sag's euch, Leute. Jetzt blicke ich schon etwas positiver in Richtung Missionsende. Sogar noch ein bisschen Munition. Ach, ist das schön. Lass mal noch gerne... Ja, Agent im Auftrag der Republik? Sowas in die Richtung. Okay, hier gibt's aber was, wo wir rangehen können. Mon Mothma hatte recht, Jen. Es wimmelt hier von Hinterbliebenen. Sie haben Gefangene genommen. Tja, das wird die Republik wohl in Bewegung setzen. Ich alarmiere die Flotte und hol dich. Ruf du ruhig Verstärkung, aber ich habe hier eine Mine zu sprengen und Gefangene zu befreien. Versuchst du das Honorar zu rechtfertigen? Bereite dich vor, mich abzuholen. Ich habe das Gefühl, dass es unangenehm werden könnte. Wer braucht denn noch das Tal der Jedi, wenn du bereits mit solch erstaunlich intuitiven Kräften begabt bist? Bereite dich nur darauf vor, mich abzuholen. Wie ihr befehlt, o Jedi-Meister. Na, jetzt haben wir aber Aufmerksamkeit. Jen, dieser Ort stürzt gleich ein. Wenn ich keinen Weg hier rausfinde, musst du Hilfe holen. Mach, dass du da rauskommst, Kai. Hallo? Sorry. Du schießt doch schon. Okay. Nicht lange aufhalten hier, nur ganz kurz Munition einsammeln.
und rennen. Rennen. Da kamen wir rein und jetzt dazu. Haben wir hier eine Möglichkeit durchzustoßen? Nee. Okay, es gibt noch einen Alternativweg. Hier hoch. Und dann raus auf die Plattform. Vielleicht kann Jen uns da auch abholen. Schnell hoch. Sorry, Jungs. Aber ihr hättet auf mich geschossen. Ich hab schon... Ja, es ist eh... Die sind eh so programmiert, dass sie mich abschießen. Und die Steinbeißer auch noch. Sorry, Jungs. Ich will hier nur durch. Ich möchte hier nur raus. Und das solltet ihr auch tun. Vielleicht geht's ja hier lang. Oder hätte ich zu der komischen Eisenbahn-Schienenteil da hinten rennen sollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. Sehr viel Zeit für einen zweiten Versuch haben wir nicht. Ich glaube, ich bin falsch gegangen. Tja, lange Zeit zum Rumwundern habe ich nicht. Schnell weiter. Oh Leute, diese Explosionen, die machen einen mürbe. Hallo Junge. Hallo, lebst du noch? Ja, aber du willst mich auch nicht abschießen, ne? Du willst auch nicht einfach nur raus. Ja, da habe ich keine Ahnung, wie. Muss ich halt wieder zurück und mich mit den Stormies auseinandersetzen, die mich abschießen wollen. Und die Bahn, das ist unsere letzte Hoffnung. Ja, ihr schießt auf mich. Die schießen auf mich, das heißt, ich habe das Recht zur Selbstverteidigung. Bitte mach's doch so wie dein Kumpel da hinten und hör einfach auf mich zu schießen. Dann passiert euch auch nichts. Ja. Sorry, Junge. Die kleine Bahn hier hinten. Ja, tatsächlich. Die da? Ach, ich muss hier wahrscheinlich noch... Ah, wunderbar, Leute. Ah, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Es ist die Frage, wo führt uns die Bahn hin? Und ist es das, wo wir hinwollen? Oder nein, scheinbar sind wir noch nicht ganz außer Gefahr. Da sind nämlich noch ziemlich viele Stormies, die auch schon munter auf uns feuern. Na, komm schon. Ups. Ich will nicht, dass die Stormies sterben. Sie müssen nur aufhören, auf mich zu schießen. Autsch. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Weg, wo wir nach oben gehen können. Aber wisst ihr was, Leute? Das beim nächsten Mal. Die Folge ist schon echt lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Kommentiert von Ramsgirata für heute. Das nächste Mal geht es an der Stelle weiter und bis dann.